Let's go. Resident Evil 2. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. Es gibt leider auf der GameCube-Version keine Untertitel. Das ist sehr schade. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated. Oh mein Gott! Wie kann es nur? The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Jill Valentine! Oh. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Bei Jill Valentine würde ich mich auch direkt ergeben. Würde mich nicht widersetzen. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There. Also als es damals rauskam, das war 1998 oder so, das war der Brüller. Okay. Also ich meine jetzt die Sequenz allein schon. War der absolute Brüller. What's going on? I arrived in town. And the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Ah! No! Look out! Hang on! Da fliegt der Zombie aus dem Auto. Still in one piece. Maniacs gonna win! Run! Claire! Leon!
okay. Leon! Head to the station. I'll meet you there. Okay. Oh oh. Also man kann schon sehen, die Grafik, also die Auflösung der Figuren ist schon okay. Ich weiche euch allen aus. Juhu. Und dieses Game ist im Vergleich zu Resident Evil 3, was wir letztens gespielt haben, auf jeden Fall auch puzzellastiger. Also es ist nicht so, dass man da schon schnell durchrennen kann, sondern es ist auf jeden Fall auch länger und größer. Es gibt ja auch zwei verschiedene Stories. Aber die Figur sieht gut aus, finde ich. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Dead. Ooh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Zombies? Du bist ja verrückt. Ich hab noch keinen gesehen. But don't you worry, girlie. You'll be safe in here. I'm keeping a close eye on things. Was? Der Bärsling. But don't you worry, girlie. You'll be safe in here. I'm keeping a close eye on things. Alles klar. Gut zu wissen. Wir haben auch diesmal nicht anders wie in Resident Evil 3, habe ich jetzt den normalen Modus angewählt. Das heißt, ach, der hat nur 13. Das heißt, wir müssen Munition sammeln und haben jetzt nicht irgendwie alles reichlich zur Verfügung. So viel gesammelt wie möglich. Warum kann ich hier eigentlich auch nicht nachladen? Falsch. Ja, oder man schießt sie leer und wartet dann, bis es nachlädt. Hallo?
Jo, das kann schon, dass du auch für Dreamcast. Ja. Ich hatte leider nie eine Dreamcast, das hätte ich mir jetzt auch geholt. Ich wollte auch schon immer mal so eine Dreamcast holen und dann die alten Resident Evil-Teile auf der Dreamcast spielen. Aber ich habe keinen TV. Dann brauche ich ja quasi diese alten Videokabelanschlüsse hier, die gelb, ne, oder die Chin-Stecker, gelb, weiß, rot. Ne, also dieses AV-Video oder so ist das, glaube ich. Und dafür brauchen wir halt irgendwie so einen halbwegs vernünftigen TV. Kannst du schaffen! Es ist voll spät. Jo, Bloch, Mäusen. Ja gut, aber ich meine, die Sache ist die, ich habe mir immer mal, Freunde, ich habe mir immer mal gewünscht, dass Capcom einfach diese alten Teile nochmal einfach auf Steam bringt. Du kannst diese alten Resident Evil-Teile nicht auf Steam holen. Die können von mir aus auch nur 2023-Versionen rausbringen, wo sie nichts verbessern, sondern das einfach so rausholen. Ich muss jetzt die GameCube-Version hier spielen, weil es das nicht auf Steam gibt. Es gab damals eine PC-Version, aber die gab es halt auf CD, weil das so alt ist. Und das, ey, das würden sich so viele kaufen, glaube ich, schon allein aus Nostalgiezwecken. Das wäre so easy money für Capcom. Das wäre so richtig easy money. Stell das Ding einfach auf Steam. Resident Evil 2, 3, Veronica. Ne, Resident Evil Code Veronica. Mmh. Ihr seid ja gut drauf. Geh mal vorbei. Gibt es keine Adapter auf DisplayPort? Bestimmt. Aber und DisplayPort? Weiß ich nicht. Geht das? Also ich weiß noch damals, als ich meine Wii zum Beispiel, früher habe ich ja noch mehr mit Konsolen gespielt. Und dann wollte ich, sag ich mal, meine Konsolen auf den PC-Monitor bringen. Und dann hat man irgendwie auf eBay da so einen Adapter bestellt, von wegen, ne, irgendwie diese SCART-Adapter oder so auf HDMI oder so, oder Wii-Kabel auf HDMI. Und das war immer so ein Try-and-Error-Ding. Manchmal hat das funktioniert, manchmal hat das nicht funktioniert. Manchmal war das Bild dann total kacke, weil das nicht die gleiche Auflösung hat. Das ist ja 4:3. Die alten Konsolen sind ja quasi eigentlich alle auf 4:3 geeicht, wegen Röhrenmonitor, TV. Und dann war das immer so, ja, manchmal klappte das und dann war das Geld gut eingesetzt. Ging dann aber auch schnell wieder alles kaputt. Ich hab da, keine Ahnung, komische Erfahrungen gehabt. Jo, bleib mal weg. Kommen die hier rein? Die Tür sieht instabil aus. Wir haben ja eben in dem Video von Maximilian haben wir ja eben gesehen, dass der da sich umkleiden konnte. Da war hier ein Zombie. Und wenn du den erschießt, dann kriegst du eine Special Key. Und dann gibt's da einen so ein Kiesfach, wo du dann dich umziehen kannst. Aber der Zombie war hier und jetzt ist er nicht da. Wir spielen halt eben jetzt auch die Claire. Vielleicht ist der Zombie diesmal woanders. Ich such mal rum. Wir gehen mal hier durch. Oh. Ja, das könnte ja sein, glaube ich, hier, dieser helle. Der hier. Ist er das? Vielleicht tot. Liegen bleiben. Ist ja scheinbar nicht. Oh, ja, ich wusste. Nee, ist der nicht. Schade. Irgendein Zombie droppt einen Key. Vielleicht muss er das Game auch erst durchgespielt haben. Das kann natürlich sein.
bekommt, wenn man keine Gegenstände aufnimmt bis Police Station. Oh. Damn, danke. Moment. Können wir das Game dann nochmal wiederholen? Er frisst viel Muni. Ja, wir haben jetzt nur noch ein Messer, ne? Ah, jetzt bin ich am Überlegen. Egal, wir spielen so weiter. Aber danke für den Tipp. Bei Farbbänder. Ja, ich möchte den Computer benutzen. Okay, wir brauchen die Karte. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal noch nicht. Okay. Lass mal. Ich muss tatsächlich sagen, ich kenne jetzt Resident Evil 2 Original nicht unbedingt auswendig. Ah ja, die werden nachher... Also ich habe das Spiel öfter durchgespielt. Aber das ist schon so lange her im Original, dass ich jetzt nicht irgendwie alles auswendig kann. Mhm. Die werden gleich... Da muss ich hier durch. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Wenn man sich nicht erinnern kann. Marvin! Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire. Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures. That is a Marvin. In a mansion located in the outskirts of this city, Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. At the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Das ist so lustig. Die Konversation sieht so lustig aus. Oh! Hat er abgeschlossen. Oh, so. Egal, wir haben die Keycard. Also wir machen hier erstmal alles auf. Lass mich raten. Achso. Ich dachte, ich hätte die vorher benutzen müssen. Alles gut. Yes. Arnold heißt nur in einem Film, er selbst. In Last Action Hero. Okay, wusste ich nicht. Okay, lass mal erstmal hier durchgehen. Oh oh. What? Please.
weg! Nur gucken, nicht anfassen! Jawoll! Nein heißt nein! Das sind nicht die einzigen Monster in der Police Station. Ja, aber was soll ich machen? Meinst du, ich soll den allen ausweichen, damit die hier in die Ecke locken und dann... das. Perfekt. Wir laden nochmal schnell nach. Nein. Wer Resident Evil 1996 gespielt hat, weiß Bescheid, was zu machen ist. Was meinst du? Das zum Beispiel auch. Ich finde, das können sie auch einfach auf Steam stellen. Das allererste... Also nicht das Remake. Das Remake gibt es. Aber das Original. Warum stellt Capcom nicht einfach ein Bundle, ne? Also Resident Evil 2, 3 und 1 für 50 Euro oder... Ja, okay, ist ein bisschen übertrieben teuer, aber die Leute würden es doch trotzdem kaufen. Also ich schon. 50 Euro ist natürlich hart, aber ist halt... Ja, Dreierpack. Auf Steam. Das kann ich immer nicht verstehen, weil... Es wird ja immer so erzählt von wegen, ne, die, es geht heutzutage nur noch ums Geld und die Videospielhersteller machen nur noch das, was Geld gibt und so. Aber das ist doch easy money, warum nimmt das denn keiner mit? Ich hätte das auch gekauft. Ja, warum stellst du nicht, machst du nicht Dreierpack? Weil ich will, ne, 1, 2, 3, vielleicht nach Code Veronica und dann nimmst du 60 Euro dafür und dann guckst mal, wer dazu kauft. Du hast die Games ja schon, die sind ja vorhanden. Du kannst ja auch einfach ganz stumpf die GameCube-Version nehmen oder die PC-Version von damals und transferierst die einfach auf Steam, so. Das ist ja quasi, das ist ja nix. Und ich wette mit dir, die Leute kaufen das. So, und da kann ich nie verstehen, warum da dann der Gewinnmaximierungsgedanke dann nicht zählt. Das ist so komisch. Da wird ja immer so mit argumentiert. Oh, ja, nein. Weg. Ah. Boah, können wir uns lange mal ihr vorbeischleichen? No. Ist aber auch eng hier. Ja, würde ich auch. Also, ich bin auch großer Capcom-Fan. Also, großer Resident Evil-Fan auch. Und schon allein, weil die Spiele mich an meine Kindheit erinnern, würde ich sehr gerne die Steam-Version haben. Die nicht vorhandene Steam-Version. Ich glaube, wir warten noch mal, bis wir dunkelorange sind. Wir haben nur einmal Healing. Das heißt, sie muss ein bisschen angeknackst rumlaufen. Das passt schon.
Oh, oh. Durch die Mitte. Oh. Shit. Junge, das Game ist triple hard. Das ist so viel... So viel... Zombies und du hast gar keine Ressourcen. Oh, oh. Das ist crazy, wie viele Zombies hier sind. Nice. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal kennengelernt, wir brauchen irgendwelche Schlüssel. Oh, wow, wow. Okay, das ist ein Shortcut. Warte, wir können ja vielleicht einen nehmen. Damn. Okay, hier geht's nicht weiter. Haben wir denn irgendwas bekommen? Wir können andere Richtung gehen. Wir haben noch nichts Interessantes bekommen, ne? Wütet ungern. Ja. Ist hier irgendwas Interessantes? Ich glaube fast schon nicht, oder? Oh, hier. Da. Lass abhauen. Das Interessante muss man erst finden. Ja, das ist okay, das machen wir später, wenn wir mehr Firepower haben. Wir gehen jetzt erstmal bei den Lickern vorbei. Bei den süßen Lickern. Es hat mit Power nichts zu tun. Es geht um Weiterkommen im Spiel. Ja, das machen wir später. Später kommen wir weiter. Police Memory. Memorandum. This letter is just to inform everyone about the recent movement to equipment that has happened during the precincts rearrangement. Damn, ich kann die Schrift kaum lesen. The safe with 4-digit lock has been moved from the stars. Okay, 2236. Das ist wahrscheinlich den, den wir eben gesehen haben, oder? Erstmal einmal gucken, was hier so drin ist. Kriegen wir irgendwas gratis? Ja. Die ganze Truhe ist voll. M16, Raketenwerfer, Shotguns. Soweit das Auge reicht. Jo, kann ab. Moinsen. Wie geht's dir stets?
Ich spiele gerade Resident Evil 2. Es ist ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag. Yoshi! Au! Die Mutter umgebracht kann nur besser werden. Guten Feierabend. Das ist doch schon mal gut. Geht's noch weiter, ne? Ja, lass erstmal den Raum. Ich weiß ja, dass ich mich damals als Kind in diesen Flur so gegruselt habe, weil zwischendurch so Zombie-Hände da aus der Wand kommen können. Ich hatte so viel Panik, daher herzulaufen. Als Kiddo. Okay. Ja. Sacrifice to the fire of hell. Das heißt, wir müssen den Kamin anzünden. Haben wir ein Feuerzeug? Nee, der Lockpick. Wir müssen ein Feuerzeug finden und das dann anzünden. So, mehr ist hier nicht. Das war übrigens damals die absolute Revolution. In Resident Evil 1 gab es das noch nicht. Weibliche Zombies. Und in Resident Evil 2 hatten die dann zum ersten Mal, sag ich mal, verschiedene Kleidung an. Es gab verschiedene Models. Und es gab halt auch so, ja, Mädels. Zombie-Mädels. Die. Das war quasi damals der Renner. Liegen bleiben. Auch für sie gilt, nein heißt nein. Und hier kann man dann den Special Key benutzen und dann kriegt man Kostüme. So, hier ist nichts weiter, ne?
Speicherraummusik in Resident Evil ist die beste Musik. Ja, ich würde sagen, wir laufen erstmal so weiter, richtig? Und wenn wir dann gleich richtig gedamaged sind, nehmen wir den hier. Und das Messer könnten wir theoretisch auch ablegen. Oder nee, wir legen die Farbbänder ab, dann haben wir einen Slot mehr. Nein. Ja, jetzt echt? Ach, krass. Ja, Resident Evil 3 haben wir letztens noch durchgespielt. Das ist mir sehr sympathisch. Das Original Resident Evil 3 ist... ist sehr cool. Man kann sich erinnern, das haben wir als auch in Resident Evil 3 besucht. Wir sind jetzt in der Polizeistation. Wir holen mal schnell hier diesen Kristall. Schieberätsel. Die Steuerung ist schon sehr, sehr clunky. Aber das ist okay. Mist. Aber ich glaube, wir lassen das da erst liegen. Wir kommen ja nochmal zurück, richtig? Wir lassen das da erst liegen. Ich glaube, das bleibt da liegen, richtig? Ja, ich glaube nicht, dass es wieder zurück in die Hand geht. Wenn die Sequenz einmal passiert ist. Yes. Grenade Launcher? Ja. Klar. Gib mal her den Ballermann. Fürs Diary, okay? Sandquiz. Ja. Hier, das ist auf jeden Fall das Stars-Büro. Man sieht, hier sieht man Jills Mütze. Das ist anscheinend der Schreibtisch von Jill. Das hier scheint der Schreibtisch von Quiz zu sein. Man kann auch so die Gitarre vielleicht noch im Hintergrund sehen und die Weste. Und das hier ist der Schreibtisch... Also das ist Weskers Schreibtisch. Wesker war, ist ja der Chef. Ich weiß gar nicht, von wem das hier der Schreibtisch ist.
irgendwo müsste hier auch noch ein Bild sein. Ah ja. Das sind die Stars-Member. Das sind quasi alle Stars-Protagonisten. Man kann Jill sehen in der ersten Reihe. Zweite von rechts. Man kann Barry sehen, zweite von rechts oben in der ersten Reihe, neben Wesker mit der Sonnenbrille. Wo ist Chris? Ach, neben Jill. Links neben Jill ist Chris. Und die anderen kommen halt eben auch auf verschiedene Arten und Weisen in den Resident Evil Teilen vor. Cooles Bild. Und wenn man jetzt hier am Schreibtisch, ich glaube in der Leon-Version. It's trash. Someone must be have searched the desk. Wenn man das, glaube ich, 50 Mal drückt, dann kriegt man ein Foto. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Claire-Version geht. Aber in der Leon-Version geht das. Und irgendwann findet sie was. Das finde ich ja schon ein richtig cooles Gimmick eigentlich. Und man muss sich vorstellen, damals gab es kein Internet, ne? Das herauszufinden ist ja eigentlich fast unmöglich. Aber das passt jetzt so. Ich glaube, das sind so 50 Mal oder so. Mach einfach mal weiter. Ja. Nein, du verkündigst mir. Ja, geil. Muss ich jetzt nochmal 50 Mal drücken? Nee, Gott sei Dank. Genau, und das ist ein Film und das ist ein bisschen pervers, weil auf diesem Film ist ein Foto von Rebecca drauf. Und das ist ja quasi im Schreibtisch von Wesker. Das heißt, Wesker hat heimliche Fotos von Rebecca. Rebeccas Schreibtisch ist hier hinten. Okay, ich denke mal, wir sind hier soweit fertig, richtig? Wir haben die Medaille bekommen, wir haben das Extra-Foto bekommen, wir haben den Grenade-Launcher bekommen. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Das ist auch zu viel für den Raum. Let's go. Ein Fax. So wie im Jahre 2023. Das Spiel war seiner Zeit so weit voraus. Als wäre das eine deutsche Bundesbehörde. Perfekt. Okay. Lass mich raten, wegen dem Roten Kreuz. Ja, genau, das ist Rebeccas, weil Rebecca ja so die wie ein Sanitäter ist. Ja. Genau so. Hat er eher so die sanitäre Ausbildung. Ist ja quasi auch noch so, die ist noch sehr, sehr jung. Die ist quasi so ganz neu dabei und so. Ich kenne das also von in Resident Evil Zero hat die einen Auftritt. Das habe ich früher ja öfter gespielt. Habe ich noch einen Slot? Nee. Die anderen sind ja quasi also Special Stars Members, also das sind richtige, sag ich, Special Forces. Wesker, Jill, Chris. Also 98 ist sie 19, ja, meine ich ja. Teenie. Oh, hier ist auch noch was. Operation Reaper 2, ja, okay. Interessant. Okay, wir entwickeln mal den Film und gucken mal, was sich
Wesker da in die Schublade getan hat. Rekrut. Ja. Das ist Rebecca. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Gimmick sein soll, ob das quasi so irgendwas andeutet. Oder ob das einfach nur für den Gamer, sag ich mal, so ein Bild sein soll als Belohnung. Aber irgendwie finde ich... Ich keine Ahnung, ich finde das irgendwie alles ein bisschen pervers, weil das sieht halt aus wie so ein Kind, das Bild. Das ist ja kein sexy Foto oder sowas. Das ist ja einfach irgendwie so ein Kind. Ich fand die ganze Geschichte immer irgendwie leicht pervers. Okay. Weiter geht's. Obwohl, wir müssen erst Sachen ablegen. Oder... Mir ist nicht bekannt, dass Albert ihr Vater ist. Moment, Rebecca? Moment, Albert West? Moment, was? Jetzt echt? Okay, dann wird das ja sogar eher wie sie am Sinn machen sogar. Dann wäre das ja gar nicht so schlimm alles. Albert Wesker's Kind ist Rebecca? Kann ich mir nicht vorstellen, aber kann gut sein. Achso, nicht bekannt. Achso, ich dachte, du würdest mir da jetzt so Informationen geben, die ich noch gar nicht kenne. Medaillon, wofür ist das? Something is engraved on the back. Please guide me to the beautiful maiden who turned into stone as she waited for me. Das heißt quasi im Hauptraum, ne? Einsetzen. Wir können eh nicht weiter, richtig? Warte, habe ich die Karte? Sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Ja, wir können hier noch weiter. Okay. Dann setze ich jetzt erst das Windding ein. Oder nee, das Windding, das Pferdeding. Das Medaillon. Das Schweinemedaillon. Oh, da habe ich mich früher richtig erschrocken. Da hatte ich richtig Angst vor. Vor diesem Jumpscare. Yo. Das war der Horror für mich. Das hat irgendwie so viel Druck ausgelöst. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Was ist das hier? Ah. Ups. Ah. Das ist so ein cooles Spiel. Sexleben? Wie kommst du darauf? Okay, ich glaube, wir müssen es hier einsetzen. Oh.
Nice. Alpiki. Wo war der nochmal? Für diese Tür auch? Ups. Oh fuck, wofür war der? Das Coole ist, du hast hier keine Eintragung auf der Map. Das heißt, du musst das am besten alles auswendig können. War der Piki eben, den ich da... Ich hab nicht aufgepasst. Das wird mir zum Verhängnis. Oder ist das quasi da in diesem... Ja, wir gehen erstmal... Ich kontrolliere halt nochmal. Keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher... Was war. Wir gehen jetzt alles nochmal ab. Was weiß ich schon. Wahrscheinlich aber... Warte, kann man bei dem Stars oben weitergehen? Dann wirst du wahrscheinlich, werden wir dahin gescheucht. Wait. Hoch. Ja, du kannst beim Starsburg, weil ja, dann wird das der Piki sein. Dann wird das auf jeden Fall der Key sein. Dann wird das hier nicht. Ja, wir gehen einfach weiter. Wir gehen nochmal zurück. Und ich glaube, dann können wir weitergehen. Finden die Karte und ein Lauf ist leichter. Ja, das ist natürlich einfach gesagt. Finde deine große Liebe und dein Lauf ist leichter. Finde auf Twitch viele Zuschauer und du hast viele Zuschauer. Wie soll ich das anstellen? Hat sich da schon mal jemand drüber Gedanken gemacht? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, du hast nicht verstanden. Das kann gut sein. Verstehe oft Dinge nicht richtig. Oder anders. Das mache ich aber nicht extra. Bin einfach unterbemittelt. Unterbelichtet. So, jetzt testen wir nochmal die Tür. Die war das, glaube ich, nicht. Ups. Diamant. A diamond is etched under the keyhole. Okay. Werde ich mir nicht merken, aber ja. Stalle, die lassen wir da noch liegen. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, dass es da... Der typische Resident Evil. Die rennt komplett zurück zur Haupthalle. Help me! Lass das Kind! Finger weg. Yo, nice. Alles richtig gemacht. Albert ist Mensch und er hat Kinder. Da wäre ich mir nicht mehr so sicher. Now, Resident Evil 5? Claire, you made it. Yeah. In Ouroboros? Ich weiß nicht, ob der so viel Mensch ist. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know.
but it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. Nice. That way we can keep in touch if something comes up. Nice. Okay. Was geht hier? Ja. Hab zwar keinen Platz, aber ja. Ja, ich will die eigentlich noch nicht kombinieren. Okay, weiter geht's. Oh, das Rätsel, yo. Mist. Das ist die große Haupthalle, ne? Ja. Nur oben. Da können wir den Shortcut schon mal herstellen. Schnell. Oh oh. Jetzt der Officer. Nein. Perfekt. Soll ich mich einmal kurz nochmal hier umschauen? Problem ist halt, ich habe gar keinen Platz, um jetzt überhaupt irgendwas aufzunehmen, aber gut. So, der erste ist dazwischen, also blau, gelb, gelb, blau. Also, blau. So, gelb. Der andere Geld ist richtig. The Serpent Stone. So, dann wären wir schon mal fertig. Ich gehe mal einmal noch mal gucken, was hier oben ist. Ah, das ist ganz oben. Und hier ist der Licker.
Okay, aber das ist barrierefrei. Keine Schlüssel werden benötigt. Das ist schon mal was. Ah ja. Ja. Mhm. Wir brauchen jetzt erst gleich die... Um die Treppe runterzulassen, hier diesen... Wie nennt man das? Kurbel. Lustig ist, dass ich immer noch nicht die Karte gefunden habe. Au. Ich habe ein neues Haustier. Pikachu. Karte wäre eigentlich echt nicht schlecht. Aber gibt's die nicht hier auch? Liegt die nicht hier oder so? Dachte, hier würde es die Karte geben. Mist. So voll. Ich glaube, im Remake gibt es die hier, kann das sein? Ja, dann geht mal weiter. Die Karte braucht man einen Code. Okay. Ist hier so? Nee, es kann auch nicht richtig sein. Wir gehen erstmal weiter. Speicherraum, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir legen erstmal Sachen ab. Den brauchen wir später. Das Feuerzeug. Ist das denn schon befüllt oder müssen wir da noch Benzin reinpacken? Ein Oil-Leiter. Ne, das ist quasi so ganz, richtig? Das heißt, damit können wir dann den zweiten roten Kristall auch bekommen. So langsam wie ich auf der Tastatur. Oh oh. Dann gehen wir diese Richtung. Come on.
Ah, weiß, wo wir sind. Tatsächlich ist es so, ich weiß gar nicht, ob das in dieser Version auch so ist, aber es gibt, glaube ich, eine Sequenz. Die Sequenz, wie das Flugzeug da reinstürzt. Und ich weiß gar nicht, auf welcher Version das ist, aber mir kam das irgendwie so vor, als wäre das nachträglich quasi eingebaut worden. Dass es das in der ursprünglichen PC-Version gar nicht gibt. Ich habe die Sequenz nie gesehen. Ich habe das letzte Mal im Stream gesehen und dachte so, hä? Hast du nie gesehen? Ja, warte, wir müssen hier so ein bisschen kurven. Ja, genau. Let's go. Ah, okay, gut, dann ist Leon Chapter. Ich glaube, hier bekommt man irgendwie die Kurbel, richtig? Jo. Zumindest die Kurbel für hier draußen. Oh, ein Bogen. Cool. Spitzebogen. Automatisch nachgeladen? Oh. Moment, schießt der drauf einmal? Wir gucken mal. Und wo geht's hier lang? Yo! Voll gut. Ja, der kann da bleiben. Aber ich glaube, Pfeile kriegt man nicht groß nach, ne? Aber wenn der Bogen einmal aufgebraucht ist, dann ist es auch vorbei. Toll, sie steht da direkt. Mit ihren coolen Chucks. Eine Abkühlung. Warum hat sich das Menü geöffnet jetzt? Okay. Brauche ich das nicht? Brauche ich das noch weiter? Ich glaube, das Löschen, das brauchen wir ja nur. Wir müssen ja später den Helikopter komplett sprengen, damit wir da weiter können. Und jetzt können wir da aber erstmal nichts machen, ne? Wir müssen hier schon weiter runtergehen wieder, ne? Aber was mache ich da? Moment.
Was mache ich jetzt? Ich habe noch mal den Schlüssel. Dann doch da oben mit den halben, also mit diesem Leerraum oben? Also jetzt... Ja, oder wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Einen von den beiden Räumen, richtig? Ja, sonst ist da nicht viel. So. Jo, Hardliner. Moinsen. Jo. Retro Resident Evil 2. Wir sind gerade in der Polizeistation. Wir haben Bogen gefunden. Und jetzt suche ich tatsächlich noch einen Raum, wo ich die Peak-Schlüssel einsetzen kann. Das war nicht hier, oder? Nee. Es ist die GameCube-Version. Also wenn du dich wunderst, warum die Figuren so gut aussehen. Ich glaube, hier war nix. Obwohl doch hier im Schloss-Ding. Nein! No! Ich brauche erstmal Platz. Und fort. Upsi. Jetzt. Shit. Ja, genau, ja. Der Dolphin. Du bist aber gleich tot. So. So, Moment mal kurz. Ist das der Tresor? Was war das noch? 2-2? Ich weiß nicht. Wir hatten doch hier ein 2236. Ist das der richtige? Oh. Toll. So. Einmal gucken. Oh, jetzt sind die... Jetzt sind die Türen noch eingezeichnet. Ich wusste das nicht, dass es geht. Ich habe immer geglaubt, dass die Farben, also die Schlüsselfarben nicht eingezeichnet sind. Unser ist der Peak-Schlüssel, ist der grüne, richtig? Das heißt, die Tür da oben, also die grüne Tür. Ist das wirklich so einfach? Okay. Nehme ich gerne an. Wir legen erst Items ab, damit wir gleich wieder aufnehmen können. Check nochmal den Schreibtisch aus. Ich hab's vergessen gehabt, dass die Türen durch die Karte eingezeichnet werden. Finde ich aber gut. Jetzt weißt du Bescheid, yo. Wir gehen erst zur Truhe da in dem Hauptraum. Und dann geht's zurück. Es sei denn, andererseits, wir können natürlich den Schlüssel ablegen, wenn wir ihn nicht mehr brauchen, ne? Das heißt, der
Slot wird frei. Aber wir müssen eh ein bisschen... Falsch. Wir müssen eben ein paar Sachen, Bogen auch ablegen und so. Ich komme sofort wieder. In der PC-Version kannst du die Türen immer wegdrücken. Das weiß ich noch. Ich habe früher als kleiner Junge eher die PC-Version gespielt. Das Ventil brauchen wir, glaube ich, auch jetzt nicht direkt. Das können wir gleich machen. Einfach geradeaus. Geradeaus, letzte Tür. Der Gang ist ziemlich eng, deswegen mache ich die Safe. So vorbei. Ja. Etched under the keyhole. Das heißt, es ist nicht der Schlüssel, es ist nicht der grüne. Moment mal kurz, was ist denn dann? Dann ist es der hellblaue? Wait, was ist es denn? Was soll das für eine Farbe sein? Türkis? Ja, Türkis. Dann ist es links. Richtig? Goddammit. Shit. Es ist komplett links. Warte. Ich dachte, das wäre die grüne.
Nein! Schnell rein. Ich habe auch eigentlich so gut wie keine Ressourcen mehr. Und sie ist angeknackst. Patrol Report. Ich kann leider keine Sprache umstellen oder so. Bei dieser Version. Es gibt auch keine Untertitel, leider. Ja. Ah ja. Da ist die dritte Stockkurbel. Sehr gut. Mehr mit dem Messer arbeiten. Ja, aber dann habe ich so. Dann habe ich Panik, dass ich die ganze Zeit Energie abgezogen bekomme. Ich bin jetzt im dritten Stock. Richtig? Und das machen wir am besten, indem wir einfach zurückgehen durch die Haupthalle und dann hochklettern über die Leiter und dann links. Wie wär's damit? So. Ja, mit dem Messer arbeiten und ausweichen. Ja, ey, die Steuerung ist super clunky. Ich kann das nicht. Das stimmt. Aber ich habe auch noch einen Grenade Launcher zur Not. Also wir haben ja zur Not auch noch, hier, 6 Schuss, Grenade Launcher, Flame Round 6 Schuss und noch Säure Round 6 Schuss. Also, wir können zur Not agieren. Moment mal kurz. Ne, wir gehen jetzt erst ganz hoch. Ich dachte jetzt kurz, okay, wir haben das Feuerzeug dabei. Wir könnten ja vielleicht nochmal in diesen einen Raum da vorbei. Aber bevor ich jetzt da rumgehe, für den roten Kristall, gehen wir erst hoch und nutzen die Kurbel. Und wir bleiben einfach so. Ich speichere nochmal mit den Farbbändern, bevor wir jetzt hochgehen, falls da was passiert, dass wir da dann nochmal, dass wir nicht alles nochmal neu machen müssen. Aber wir stapfen jetzt erstmal hoch. Jo. Aber beim, ich muss sagen, beim Remake ist das Messer auch echt schlecht. Also mit dem Messer zustechen bei den Remake-Sachen ist keine gute Idee. Es sei denn, die liegen auf dem Boden und du hackst dir noch irgendwelche Beine ab oder so. Aber Messer ist nicht gut im Remake. Da ist noch ein rotes Kraut. Falls wir irgendwo ein grünes finden, wäre das toll. Mal gucken, was oben ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt einen Sprengstoff bekommen. Hier oben. Nein. Yoshi.
Oh, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Bis jetzt kommen wir eigentlich flüssig so durch. Ah, Zahnrad einsetzen. Ah ja. So. Okay, das heißt, wir müssen hier später nochmal zurück. Um ein Zahnrad einzusetzen. Das heißt, wir gehen jetzt die Kristalle holen und die Kristalle setzen wir wo ein? Ja, mache ich das erstmal. Au. Code Veronica würde ich mir ein Remake wünschen. Ja, bist du denn schon hyped für das Resident Evil 4 Remake, was im März kommt? Das steht jetzt als erstes an. Ja, von mir aus können die auch alles remaken. Oder zumindest mal eine Steam-Version rausbringen. Code Veronica auf Steam, Resident Evil 1 das alte. Oder das auch. Halt die ganzen Resident Evil-Teile auf Steam einfach veröffentlichen. Ja, jetzt bin ich tatsächlich... Wir gehen zurück und holen uns den Kristall, beide Kristalle. Ach ja, stimmt, hier haben wir uns mit Leon getroffen. Ja, ich hätte auch eher noch ein anderes Resident Evil Remake als 4. Aber 4 ist nun mal der beliebteste Teil von allen, ne? Also auch von Nicht-Resident Evil-Fans ist 4 halt der angesagteste. Von daher haben die das halt wahrscheinlich auch gemacht, weil das mehr Erfolg verspricht. Da kommen wir von der anderen Seite. Aber tatsächlich, die ersten Eindrücke von dem Spiel sind fantastisch. Also ich weiß nicht, ob ihr da schon Trailer oder irgendwelche Videosequenzen gesehen habt. Das sieht schon, sieht mal wieder, sag ich jetzt mal, Bombe aus. Also von dem neuen Resident Evil 4. Das sieht schon, also ich hab da schon Bock. Okay, hier hinten können wir jetzt... Kamin entzünden. Moment, wo packt man die roten Kristalle jetzt noch mal rein? Wo kommen die noch mal rein?
Kann man das jetzt schon machen? Überlege gerade. Man kann sonst auch nicht. Sonst habe ich alles. Und im einen Raum war ich noch nicht. Wenn man im zweiten Stock weitergeht und dann... Ah nee, da konnte ich nicht, ja, wegen dem Hubschrauber. Das ist doch der Hubschrauber-Dings, was blockiert, oder? Oder kann man da vorbei, aber man kann noch nicht... Können wir da schon rein? Ich gehe da vorbei. Ich check es aus, keine Ahnung. Ja, meinst du? War der Tiger nicht in... Ja, doch. Auf jeden Fall. Im Resident Evil 2 Remake sind es ja, glaube ich, auch... Obwohl, nee, das Löwenmedaillon ist nur Medaillon. Weil im Resident Evil 1 gab es auch den Tiger. Wo du, ne, an der einen Seite ein Auge und andere Seite, und da hat er quasi immer so die einzelnen Fächer gezeigt. Je nachdem, links oder rechts. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier auch nochmal war. Ich check das aus. Ich hoffe, da geht's so vorbei. Ich meine, irgendwas muss das Löschen ja auch bewirkt haben, ne? Das wäre zu cool. Weil wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich nicht, wo es weitergeht. Also wenn wir da jetzt nicht einfach so vorbei können. Ich muss mal kurz hier vorbei. Wir stehen jetzt davor, richtig? Ja. Ich hoffe, es geht links rum. Ah, jetzt weiß ich. Jo, da kann man die auch einsetzen. Das waren quasi so diese, Ja. Hier kann ich vorbei, richtig? Oh, oh. Ja, hier war das. Ja, hier war das. Man kann hier die beiden Medaillons einsetzen. Nicht Medaillons, die Juwelen, sorry. Genau, so als Kette. Ich erinnere mich. Hier blinkt's. Blinkerschlüssel.
Pink ist lila, richtig? Vermutlich, ja. Das. Den blauen Stein. Ja, wir müssen hier nachher noch die Bombe platzieren, damit wir da weiter können. Und dem mysteriösen Schrei nachgehen. Doch, fürs Erste. Können wir einfach runter und dann die Räume checken. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich kann mir jetzt nicht viele große Sachen erlauben. Ich bin gleich tot. Ich glaube nämlich, da in diesem Raum, in diesem Scheibenraum, kommt gleich noch so ein Licker, richtig? Einmal checken. Ist nicht der rote Schlüssel. Das ist wahrscheinlich der Herzschlüssel. Ja. Bin wieder da. Sind die alle weg? Gibt es hier irgendwo noch so ein verstecktes Medkit oder so? Mir irgendwer zeigen kann. Ich glaube, hier ist nichts. Gute Frage, ist einfach zu lange her. Ja, das ist tatsächlich sehr praktisch. Das zeigt dir die Türen an. Habe ich mich auch nicht dran erinnern können, dass die Türen farbig markiert sind, wenn du die Karte hast. Ich dachte, man müsste das alles auswendig lernen, beziehungsweise ausprobieren. So, lass da nicht zu viele Zombies sein. Ja, doch was. Komm, wir gehen schnell durch. Ciao. Was ist das? Kabel. Ah. Nein! Da ist der gelbe Stein. Und da ist der Spiegel. Jetzt wirkt alles noch normal, aber... Ich denke, wenn wir den Stein jetzt gleich aufnehmen... Gefahr! Slicker? Der Automotor zugeschlagen? Eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Mobbing. Wenn die Nachricht zurückgelassen wird, wird sie zum Chat hinzugefügt. Moment, was ist denn Slicker für ein, ist das eine Beleidigung? Ich muss das erstmal, ich habe ja so viele Bildungslücken. Ich weiß ja nicht mal. A person who devotes their life in the online simulated second life. Essentially, they've become mentally and physically enslaved to the simulator. Was?
Was? Was? Moment, was? Was soll das sein? Weil hier stehen noch ganz andere Definitionen. Ich darf das gar nicht vorlesen, was ich hier gerade lese. Okay. Okay. Hat das Spiel sich jetzt schon automatisch einfach pausiert? Luxuriös. Ich war das nicht, Chat. Okay. Warte. What the fuck? Ja, oder gibt's. Also, es gibt. Ja, Second Life war da, aber da gibt's noch ganz, ganz andere üble Definitionen. Also. Und die Beispiele. Also, ich bin jetzt gerade hier auf Urban Dictionary. Und die Beispiele dazu sind halt auch heavy. Ja, ich erlaub das. Oder, nee, Hardliner, nimm das nicht krumm. Ich lehne das ab, weil sonst erlaubt ihr das für alle. Und das ist ja nur ein Wort, ne? Das heißt, ich lehne das ab, dann ist die Nachricht, glaube ich, nur gelöscht. Ich hoffe, das sind nicht alle Nachrichten gelöscht. Nee, ist nur die eine. Ja, das ist okay. So, weiter geht's. Ja gut, dann nehme ich jetzt hier einen Stein auf. Ja. Oh. Achso, die Viecher heißen Licker. Also so wie lecker. Lecker sogar, glaube ich, auf Deutsch. Also nicht mit S, sondern einfach nur vom Lecken her. Lick. Also das S war quasi. Genau, Licker. Also ich glaube, die werden hier sogar einmal auch vorgestellt. Vielleicht Operation Record. Oder ich krieg die Notiz noch. Irgendwo ist vom Licker die Rede. This creature is identified by missing patches of skin and razor-like claws. However, its most distinguishing characteristic is its lance-like tongue. Capable of piercing a human torso in an instant. Their numbers as well as their location remains unknown. We have tentatively named his creature the Licker. Da steht's. Ist doch ein netter Name. Ja, das steht in den Berichten drin, ja. This new threat. Okay. Bin schon wieder absolut voll. Und speichern wir auch nicht schlecht. Und hier sind wir sowieso fertig, ne? Die andere Tür ist ganz links, ja. Die andere Tür ist auch beim Speicherraum tatsächlich. Ja. Ja, hast du jetzt auch bei Urban Dictionary mal geguckt? Da stehen Bezeichnungen, yo.
Hast du das auch da geguckt jetzt? Da, also da kommen, das ist schon harter Tobak. Soll ich hier speichern und dann... Nein, wir ziehen das durch. Wir gehen oben rum und kommen von oben, speichern in einem anderen Speicherraum und dann gehen wir weiter. Risiko. Damn. Nein! Nein! Oh, jetzt ist sie nur langsam. Oh. Hat Mr. Mamamoo sich da tatsächlich verzettelt? Oh oh. Moment mal kurz, kommen wir an einem Licker vorbei? Nee, nicht unbedingt. Es sei denn, der Starsflur ist jetzt zum Lickerflur geworden. Oh Gott. Weil mit dem Tempo laufe ich niemanden mehr davon. Ist hier noch was drin? Cool. Schaffen. Moment, gibt's hier einen Drink? Irgendwas zum Mitnehmen? Was sie langsam. Finde ich aber geil. Finde ich geil, dass du so, so slowed down bist. Wenn du kurz vorm Abnippeln bist, sodass. Ja. Gleich geschafft. Guck mal, gut, dass ich die Zombies hier alle ausgenommen habe. Gut, dass ich die alle abgeschossen habe. Sonst wird es jetzt richtig übel aussehen. Also ist nicht so schlecht. Ich meine, die kommen wahrscheinlich nachher auch noch alle nochmal wieder in einem zweiten Anlauf, richtig? Aber fürs Erste habe ich irgendwas zur Heilung. Steine packen wir alle weg. Der Schlüssel ist okay. Das Feuerzeug kann weg. Speichern tun wir jetzt gleich. Dann ist das weg. Passt. Nice. Nichts weiter. Wir könnten auch erst gucken, was der Raum beherbergt. Und dann speichern. Merkt, dass es eine Nintendo-Version ist? Erzähl. What? Ich komme mal wieder.
Ich habe keine Energie mehr. Wir holen den Rocket Launcher. Bevor ich da jetzt mit den paar Patronen da drauf heiz. Damit ist ja auch kein Goldtopf gewonnen. Die Hunter, die ich köpfen können. Ja, Hunter sind auch gefährlich. Hunter sind ja auch nochmal bulliger so, ne? Aber ich finde, die Licker kannst du halt so schlecht treffen. Weil die so, die Hunter, da kannst du mit der Magnum oder so, kriegst du die immer direkt auch von aus weiter Distanz One-Shot. Aber Licker, weil die so niedrig sind, musst du da immer so direkt auf den Boden zielen. Die sind schlecht zu treffen. Ja. Ich glaube, besser ist das. Ah, ja, das kann gut sein, ja. Ich glaube, du kannst das Blut sogar einstellen von der Farbe. Auf der GameCube-Version. Es gibt sogar blaues Blut, wenn du willst. Ich kann ja mal gleich mal gucken. Warte, geht das von hier? Nee. Ich meine, du könntest sogar Blut einstellen. Genau, ja, zensiert. So, noch einer. Nice. Oh. Ja. Ja, Detonator brauchen wir noch. Okay, den können wir vielleicht jetzt damit machen. Hallo. Komm. Was schielt er da so verstohlen hinter der Ecke? Noch einer. Wieder Platz gespart. Stay down. Klar. Bin noch gar nicht tot. Aha. Oh ja, den Bogen nehme ich auch noch mal mit. So ist nicht. Bibliothek. Nein. Das 1F. Ach, das ist der, dieser William ist oder Marvin oder so, ich weiß nicht, der das. Ja, ja, aber da sind auch Zombies drin. Das heißt, wir gehen erstmal wieder zurück. Aber guter Shortcut. Ich hole den Bogen nochmal raus. Packen wir die Pfeile rein. Dann können wir den Grenade Launcher wieder wegpacken. Oder wir packen die Pistole weg, nehmen den Grenade Launcher und den Bogen mit. Schießen meistens den Bogen. Falls irgendwas Böses passiert, haben wir noch den Grenade Launcher. Angeblich gab es einen Mythos, wenn man startet, nur den Zombies ausweichen soll, dann würde angeblich von der Polizei ein Zombie mit einer Weste erscheinen, den man kalt machen soll, die Weste zu erhalten.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Version ist, die du meinst, aber wenn man es schafft, ohne ein Item aufzunehmen, zur Polizeistation kommt, dann taucht ein Zombie vor der Polizeistation auf, der droppt einen Special Key, wenn du den tötest, und hier kannst du quasi a special kind of key is required, kannst du hier für ein Kostüm einsetzen. Das ist tatsächlich kein Mythos, sondern das ist wirklich ein Ding. Aber es klingt so ähnlich, wie du sagtest. Ich habe das leider nicht gemacht. Also mir wurde das vom Chat erzählt, als ich den Special Key haben wollte. Aber da war ich ja schon in der Polizeistation. Angeblich, wenn man kein Item aufnimmt. Man kommt bis zur Polizeistation und darfst du nichts aufnehmen. Und dann ist vor der Polizeistation so ein spezieller Zombie. Der tankt auch richtig viel. Und den schießt du und der hat... Da kannst du dann von dem einen Schlüssel aufnehmen, der für diese... für diesen Locker ist. Und dann kriegst du dann die Kostüme. Ich hatte vorhin schon überlegt, ob ich dann einfach das Game nochmal neu starte. Aber da habe ich es einfach weitergespielt. Keine Ahnung. Ein Foto, Film A. Oh oh. Code G Human Body Experiment. Okay. Bleiben wir erstmal so. Ja. Wir nehmen den Bogen mit zur Not. Der Rest bleibt so. Wie ich so kein Healing habe. Geil. Das Kabel müssen wir unten in dem Flur einsetzen, richtig? Das Kabel ist dafür da, dass die Zombies nachher nicht mehr huschen. Ist das richtig? Ich speichere erstmal. Ich habe lange nicht gespeichert. Jo, Kanaf, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Guten Appetit und einen guten Abend. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu weit, oder? Und einmal kurz auf die Karte gucken. Nee, das ist im nächsten Raum, ja. Wir müssen jetzt hier einmal rum und dann können wir da, glaube ich, den Cord anbringen. Ich hoffe, dass der Licker mich da jetzt nicht groß belästigt. Macht er natürlich nicht. Vielleicht wäre es sogar sinniger, den abzuschießen mit den Bogen. Vielleicht sollten wir es tun. Das meine ich damit. Oh Gott. Na, und die können auch die Wände hochklettern und so. Also ich finde Licker immer schwieriger und unberechenbarer als Hunter. Klar, Hunter haben den One-Shot. Kann der Licker aber auch mit seiner Zunge. Also der Licker hat auch eine One-Shot-Attacke. Bei dem Remake sowieso. Beim Remake ist ein Licker abgefahren. Aber Hunter sind auch sehr, sehr... Hunter können dafür über Stockwerke springen. Also die können abkürzen. Oh, das ist schon mal gut. Also ist das schon mal weg.
Eigentlich will ich ihn jetzt töten, weil ich ihm schon mal Damage zugefügt habe. Wir brauchen... den Detonator und... wo kriegen wir den? Ah! Ja. Guck mal, jetzt sogar ein Sixpack. Bam. Licker haben Sixpack. Oder schon mal gut. Nothing special. Was mache ich jetzt? Wir waren noch nicht, stimmt, das ist ein Trugschluss. Ich war noch nicht in dem Raum, in dem, den ich jetzt gerade entriegelt habe. Vielleicht gibt's da den. Der ist ja jetzt schon als blau markiert. Aber wir haben noch nicht die komplette Runde geschlagen. Bring mich voran. Oh. Hab ich Platz? Ja. Ist das nicht Marvin? Heißt der Will? Das ist doch Marvin, oder nicht? Obwohl... weiß nicht, vielleicht trifft Leon den, aber Leon trifft doch den gleichen hier, oder? Oh oh. Shit, das kann instant. Easy. Ich hoffe nicht, dass man dafür noch das Feuerzeug braucht. Wenn wir den anbringen. Ja. Memo to Leon. Hm. Vielleicht im Schrank noch irgendwas? Oh. Thank you.
Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach weiter. Na, natürlich. Bin ja mal gespannt. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin, nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. To think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. It's fishy. Please. I'd really like to be alone now. Please. I'd really like to be alone now. Ja, das immerhin, ne? Das immerhin. Das stimmt. Aber er ist trotzdem fishy. Please. I'd really like to be alone now. Ja, okay, ist okay. Ist der Tiger? Das ist übrigens an Resident Evil 3 super interessant. In Resident Evil 3 Remake ist Carlos voll der sympathische Dude. Und in Resident Evil 3, das Original, ist der halt super der Draufgänger. Der hat echt einen ganz anderen Charakter im Remake oder im normalen Original. Also der... Ja, Carlos, der Mitstreiter von Jill in 3. Wer ist das? Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now.
Leon, come in. I found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. You talked up on William. Plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. Yeah, it's your father. What was that? That's what I was telling you about. It's here. Yeah. Sherry, wait. Nämlich. Was war's jetzt hier? Vermutlich, ne? Jetzt ist es weg, richtig? Ja. Chief? Du, das ist alles so fishy. Du weißt gar nicht, ohne Witz, so, du kannst halt... Keiner ist vertrauenswürdig. Oh. Herzschlüssel, sehr gut. Das heißt, wir können... Hat nur eine Funktion. Ah, Keller. Cool. Ja, richtig cool. Oh, ist doch was. Chief's Diary. Keine Zeit für sowas. Da müssen die Steinchen rein. Wir haben eigentlich alle. Wir brauchen noch eine Hälfte von dem einen Stein, aber sonst haben wir alles. Können wir eigentlich schnell einsetzen, weil da müssen wir nachher nicht so viel schleppen. Ich würde sowieso sagen, dass ich in den Keller in die nächste Session gehe. Und wir setzen jetzt aber die Steinchen ein. Haben wir eine Truhe direkt. Falls wir nachher super viel Healing haben, super viel Munition und keinen Platz mehr, weil wir so viele Ressourcen gefunden haben, sind wir froh, wenn die Steine schon sitzen. Den letzten Stein müssen wir halt noch. Der blaue Stein braucht noch eine Ergänzung. Obwohl das auch nicht mehr so viel ist, da können wir besser die Pistole mitnehmen, richtig? Thank you.
Yes. Ja, doch schon neugierig, einmal kurz in den Keller reinzuschnuppern. Ich meine, wir können ja speichern und dann gehe ich einmal kurz in den Keller rein, bis wir sterben. Und dann gehen wir halt das nächste Mal wieder in den Keller. Ist das nicht ein Plan? Das hört sich doch gut an. Wir gehen auch extra ohne Heilung. Ist der Keller nicht das, wo du, für Leon dann auch irgendwas mit, also du kannst, glaube ich, da in diesem einen Raum entscheiden, ob du einen größeren Rucksack haben willst oder eine Machine Gun. Und wenn du dich jeweils für das eine entscheidest, kriegt das Leon das andere oder so? War das nicht diese Situation? Und dann gibt es dann noch so einen riesigen Parkplatz mit vielen Hunden. Ich meine, ja, muss es. Im Remake gibt es ja auch einen Parkplatz, richtig? Oh, Banana. Weil dafür brauchen wir auch ein Kabel. Wait, kann ich denn hier so rein? Nee. Ja gut, dann den Keller. Keller ist richtig funny. Au. Mist. Überall Hunde. Ja, guten Abend, Oli Pauli. Jo, Tampon Deluxe, Moinsen. Ja, das ist auch ein Teil meiner Kindheit. War damals noch zu klein, ich durfte das nicht, aber durfte das eigentlich auch nicht gucken, weil ich damals noch so klein war. Aber mein Onkel und ich haben das immer heimlich gespielt.
Ich durfte da meinen Eltern nichts sagen. Ich hatte dann auch immer Albträume von dem Spiel. Aber ich habe es trotzdem immer wieder geguckt. Die war schlimmer? Ja, keine Ahnung. Ich war, was Horrorspiele angeht, war ich immer eine Schissbuchs. Ah ja. Hier müssen wir nachher Shelly durchquetschen. Und sonst ist hier nichts weiter, ne? Doch. Ja, früher konnte ich Horrorspiele gar nicht gut vertragen. Mittlerweile ist es besser. Etwas. So, die Lage ist wie voll. Sollen wir jetzt auch nochmal speichern? Ich meine, ich habe genug Speicherbänder, weil wir wissen nicht, was der Hund uns so tut. Wir kriegen also noch neu. Ja, komm, dann speichern wir hier auch nochmal. Ich mag halt die alten Oldschool-Games. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich finde, da war das Thema Videogames auch noch viel mysteriöser. Weil du hattest nicht eine Komplettlösung zur Hand. Ne? Es gab nicht das Internet, wo man sich immer ständig informieren kann und ständig, sag ich mal, immer die beste Strategie sieht und so. Vor allen Dingen auf dem Schulhof, weiß ich damals noch, ne, da wurden dann irgendwelche Cheats oder Geheimstrategien weitergegeben. Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that. Wenn sie das so sagt. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Uh-oh, William. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry. Don't go alone. Na toll. Sherry! Sherry! Ich kann das allein. Ich bin schon groß. Ah, toll. Immer von anderen Kindern Heftchen mit Kombos und Fertility sind komplett getauscht. Ja, ungefähr so. Bei mir war das eher so Pokémon-Strats. Wie man irgendwie Mew bekommt zum Beispiel und so ein Shit. Don't you trust me? Habe ich eben gerade auch gedacht. Oh! 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 Ich dachte, er bemerkt mich nicht. Lauf! Junge! Vor allen Dingen, die sind auch doppelt so groß wie Sherry selbst. Shit. Ganz schlimm, ne? Habe ich letztens schon erzählt. Dass man dann, wisst ihr noch, wo man dann bei der MSN da über den Steg quasi Surfer benutzen musste und dann quasi mit Stärke dann irgendwie diesen Lastwagen dann rechts an der Seite wegschieben. Und du hattest eigentlich gar keinen Surfer. Das heißt, du musstest erst die Pokémon tauschen. Später ist die MSN ja auch weggefahren. Das heißt, du musstest zum dritten Orden hin, musstest du dann erst diese ganze Tauschgeschichte machen, damit du dann nachher irgendwie dann, und dann ist nichts passiert. Die ganzen Boomer hier, ja klar. Ist ja auch ein Boomer-Kanal. Ich glaube, wir sind alle Boomer. Ich glaube, es gibt keine Zoomer hier. Also, vielleicht mal zwischendurch aus Versehen verläuft sich hier ein Zoomer, aber eigentlich... Nice. Ey, sie hat die Hundeschläge, Hundebisse hat sie auf jeden Fall gut weggesteckt. Moment, das war's?
Wer nicht? A picture taken fairly recently. Oh, das sieht eigentlich noch ganz nett aus. Okay. Let's go. Nee, Resident Evil gibt's nicht gratis zum Download. Achso, du meinst jetzt die ROM? Also ich spiele jetzt gerade die GameCube-Version. Ah, die gibt's gerade an ganz vielen Orten gratis zum Download. Ich würde mir ja wirklich eine Steam-Version wünschen, ne? Muss ich ja ehrlich sagen. Warum keine Steam-Version? Ja, oh, Resident Evil 2. Smash über Dolphin, demnächst meinst du Smash Brothers? Jo. Ach so, das kommt zum Schluss. Da gibt es irgendwo im Retro-Archiv als Freeware. Weiß ich nicht. Glaub nicht. Also du kannst dir bestimmt irgendwo noch die PC-Version kaufen. Oder halt über den Dolphin, ne? GameCube-Version, GameCube-ROM über einen Dolphin und dann... So würde ich das machen. So habe ich das gemacht, eher gesagt. Moment mal kurz, ist das hier hinten... Ist da die Brücke? Ja, okay. Brück. Nice. Sie kann das nicht so gut. €10 auf Steam sehe ich gerade. Moment, was? Was ist €10 auf Steam? Resident Evil? Was? Nein. Nein. Classic Costume Pack? Das kann nicht sein. Ich habe das all die Jahre nicht gemerkt. Und ich habe das all die Jahre nicht gesehen. Was ist eigentlich aus dem Resident Evil Reverse geworden? Hä? Achso, ja, das Remake. Jojo, das kann ich auch empfehlen. Auf jeden Fall. Also für €10 ist das der beste Schnapper, den ihr jemals machen könnt. Resident Evil 2, €10, beste. Resident Evil 4, beste. Nee, aber da macht ihr nichts verkehrt. Ich würde auch einfach das Dreier auch mitkaufen. Freunde, kauft das Dreier mit. Habt ihr richtig viel Spaß. Spielt ihr erst 2 durch und danach 3 Remake. Ne, ich dachte jetzt das Original, meint ihr. Oh. ROM Nation. Ja, warum nicht?
Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann den Dolphin-Emulator auch sehr empfehlen, weil die GameCube-Spiele da auch alle halt drauf gehen, ne? Ist der nur für GameCube? Ich dachte, das wäre jetzt ein... Ist das ein Wii-Ding oder ist das ein GameCube-Ding? Ich dachte jetzt, cool, das wäre ein Wii-Emulator, deswegen habe ich das mit eingebaut. Wenn das ein GameCube-Emulation ist, dann ist egal. Vergesst, was ich einfach gesagt habe. Code Veronica gibt es übrigens auch. Okay. Dann sind wir schon fertig, ne? Dann müssen wir jetzt nur an den Hunden vorbeikommen. Ich frage mich, wie viel die tanken kann. Are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! Here's another. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Ja, toll. Wait, Sherry, come back. Sherry! Sherry! Nimm das, nimm das. Kann der eigentlich alle nehmen, so wie in Resident Evil 3? Nice. In Resident Evil 3 kannst du in den Rocket Launcher 40, 50, 60 Rounds reinpacken einfach. Das ist okay. Es gibt kein Limit. Das feiere ich ja schon. Wir... Ah, wir speichern das. Es wird alles gespeichert. Tatsächlich sind wir jetzt eigentlich so mehr oder weniger gut durch die Polizeistation gekommen. Hat das normalerweise mal gehabt in der Vergangenheit, dass man da irgendwie ein, zwei Mal zumindest gehangen hat. Ich meine, vielleicht kommt das noch. Das kann sein. Wii und GameCube-Emulator, okay. Hm. Ja, das ist ein super Emulator. Ich habe tatsächlich auch das erste Luigi's Mansion noch. Das können wir nächstes Mal auch im Stream spielen. Ich habe das mal so angespielt. Das ist auch so ein bisschen wie Resident Evil aufgebaut. Du musst aber die einzelnen Schlüssel für die nächsten Räume suchen. Da hast du so eine Karte, was du schon alles erkundet hast. Das ist... Also, Combat ist nicht wie Resident Evil natürlich, aber so das Kartensystem und so ist ein bisschen Resident Evil-mäßig. Komm, wir laufen einfach. Oh, no!
Ja, natürlich, natürlich. 2? Da war er vorher noch Hunde. Gut, dass wir den haben. Alles mitnehmen. Licker sind halt tückisch, weil die so niedrig sind. Und ich habe jetzt gleich Panik, dass ich meine schöne Munition verschieße. Als ob das jetzt was wird. Und down. Jawohl. Der Gaming-Gott ist geboren. Ja. Das war so richtig intuitiv. Das war ein intuitives Rätsel. Das war so ein richtiges Rätsel, das konnte man easy first try schaffen. Okay, wir gehen doch erst noch eins weiter. Wenn man uns lässt. Jo, jo. Shit! Ah ja, die Garage. Aha. Schiebt man dem nachher mit Leon weg? Ich glaube wohl. Es gibt ja so einen coolen Resident Evil Randomizer, wo du in jeder Szene andere Charaktere hast. Also in jeder Cutscene, meine ich. Wow. Wow. Dankeschön. Mr. Sixpack. Autopsie-Raum. Natürlich steht... Oh.
wie schnell der auf den Beinen war. Ja, warum nicht? Wir können ja eigentlich mit Leon B weitermachen, richtig? Also heute mache ich das nicht mehr so lange, aber nächsten Session meine ich. Ja, mache ich. Nur für hier. Seamless HD Mod. Ja, da können wir uns vielleicht mal kurz in Verbindung setzen, weil ich weiß nicht genau, wie man Mods und so integriert. Also dann, ich meine, ich stelle dir Fragen, falls ich Fragen habe. Guck mal, ob ich das alleine hinbekomme. Ah ja, stimmt, jetzt müssen wir wählen. Okay, Machine Gun oder Rucksack. Ich würde ja fast sagen Backpack. Weil Machine Gun kriegt man, glaube ich, nicht viel Munition wieder, kann das sein? Obwohl es auch viel cooler ist, die zu schießen. Ach, wir können beides nehmen. Ganz famos. Wir können die ja leer schießen und wenn die leer ist, geben wir sie Leon. Ist das nicht ein Plan? Perfekt. Was für ein Apparat. Das sieht ein bisschen aus wie so ein extravaganter Föhn. Oder ein Laubbläser. Ja. Okay, sind wir jetzt hier unten fertig? Tatsächlich. Ja, wieder hoch. Haben wir denn irgendwas bekommen, was jetzt von... Ah ja, der Schlüssel. Ja, okay, alles gut. Let's go. Ja, voll. Hier können wir direkt rein. Oh, nice. Hey, ja, ich habe schon wieder so viel Stuff. Mehr ist hier nicht. Hier waren nur Säuregranaten. Okay.
Vielleicht können wir die benutzen, weil wenn die vier Schüsse weg sind, können wir die wieder da reinpacken direkt. Ich meine, wir haben sogar auch noch für den Bogen neue Pfeile bekommen. Ist besser, als wenn wir, glaube ich, die Maschinenpistole schießen. Ist das denn jetzt wirklich in dem Game so, dass wir das nachher dann wirklich Leon geben? Oder wenn wir das jetzt in die Truhe packen, ist das quasi für unser? Das frage ich mich. Ist es im Endeffekt nur so ein... so ein Story-Ding, dass sie das so sagt? Ja, das nehme ich für Leon mit und so. Damit der Spieler sich quasi so ein bisschen Panik macht, aber dann passiert nichts Wirkliches. Oder ist das Ding wirklich bald weg? Oder wo ist der letzte Raum? Geradeaus. Und dann der letzte Raum. Let's go. Wir haben Zeit. Kein Problem. Ich finde es sehr sympathisch, dass da drei Schüsse rauskommen. Oh, hier ist das Zahnrad. Ah. Ah, wir müssen erst ein Rätsel lösen. Ich nehme besser nicht diesen Film auf. Nein, wir brauchen das Feuerzeug. Shit. Richtig? Hm. Dann nehme ich den Film auf. Truhe. Ja, Haupthalle. Kann das sein, dass man schneller läuft, wenn man nicht... Warte.
Ich weiß nicht. Ist man schneller? Alles falsch. Ich will überlegen, ob ich den Bogen mitnehmen soll und den Rocket Launcher dann wegtun soll oder die Pistol zumindest weg. Pistol macht eh nicht viel, aber. Ist egal, ich mache Oli erstmal das Feuerzeug. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt das Rätsel, wo das. Das Zahnrad und dann speichern wir hier eine Haupthalle und dann kann ich das nächste Mal direkt nach oben abholen, was auch immer dort liegt. Aber auch gut Glück, ne? Shit. Das muss man nicht noch mit einem anderen kombinieren, ne? So wie nur Resident Evil 3. Das sieht auch so aus, als hätte das genug Zahnräder. Ja, das passt. Ich glaube, das mit den Zahnrädern kombinieren, damit noch mehr Zahnradzähne vorhanden sind, habe ich später. Ein Spiel später. Habe ich einen Farbbänder hier zufällig dabei? Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Ich weiß tatsächlich nicht, was es oben gibt. Ach doch, klar. Ich glaube, den letzten... Also die zweite Hälfte von dem blauen Stein. Und das können wir dann bei dem Chief einsetzen. Top Session. So, ich
bedanke mich fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Abend. Und wer merkt, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.